Hey ho und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade selber nicht geschnallt, was ich wollte. Also ich habe Ion gestartet und dachte mir so, kann sich auch auf den Char eindocken und aufnehmen. Das war gerade für mich selber eine sehr spontane Aufnahme. Ich meine, ich habe letztes Mal versprochen, dass wir uns hier in dieses Gebiet jetzt reinbegeben. Ich muss mal eben ein bisschen Platz hier vor mir schaffen. Wasserflaschen vor dem Gesicht sind etwas nervig, wenn man versucht aufzunehmen. Dort sind die Wächter. Ich meine, die waren sehr, 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 sehr stark. Werde ich aber gleich nochmal sehen. Bestellen wir uns wieder unser Geistchen. Das Problem bei dem Wächter war, dass wir danach noch einen Schreckenstiger geaddet hatten. Und dann, das nicht so ganz so gut geklappt hat. Und vor allem, wir müssen keine Wachen, sondern Wächter töten. Und das macht einen Unterschied. Ich verstehe zwar nicht den Sinn dahinter, aber okay. Wir kämpfen uns jetzt hier lang, gehen in das größere Eisklauengebiet, werden dort versuchen, ein paar Flaggen zu zerstören, eventuell nicht wieder alles mögliche kiten zu müssen. Das fand ich echt so ein bisschen nervig letztes Mal. Ja. Ich finde die Musik immer noch einfach awesome. So, im linken Abteil dürfte eine Flagge sein, die auch relativ leicht zugänglich war, soweit ich mich erinnere. Flagge, Flagge, Flagge. Da ist sie. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir dürfen nur von der Entfernung her dort setzen. Ich weiß, ich würde selber auch lieben gerne rangehen, aber da sind drei Elite daher. Nein. Wir können auch noch Energien drauf bespüren. Das ist kein Problem. Die greifen nämlich auch nur ein einziges Ziel an. Das können wir nicht machen. Das macht da keinen Schaden. Geist können wir leider auch nicht hinschicken. Diesmal machen wir eine Instant-Beschwörung hiervon. So, und die eine Flagge dürfte jetzt fallen. So, noch drei Flaggen übrig und wir haben, und das hat uns zum Glück jetzt nicht das Leben gekostet, Wächter und Räuber waren das. Und nicht Mumun-Wächter, sondern die richtigen Wächter-Wächter. Okay. Kapitsch. So, der ist dort. Das heißt, ich kann mich hier... Na, ich kann mich nicht... Oh, scheiße. Stun, stun, stun. Oh mein Gott. Hoffentlich ist das jetzt nicht echt durchgegangen, weil dann kriegen wir gleich Besuch von einem der Elite-Leute und nee, habe ich keine Lust zu. Anscheinend hat das keinen Effekt gehabt. Also normalerweise ist das halt diese Beschwörung für die anderen. Wachposten brauchen wir nicht, soweit ich mich erinnere. Nö. Da stehen Wachposten rum, das finde ich nicht so geil. Wir können auch nicht die Instant-Beschwörung machen. Das heißt, ich warte einfach damit noch ein bisschen. Ist mich viel angenehmer, wenn man das auf einmal beschwören kann. Der bewegt sich. Die bewegen sich. Ja, ich mache das gerade mit der Maus, aber auch nur, weil ich nicht von der Maus runtergehen will, um hier zu drehen. So. Dürfte sicher sein. Ehrlich gesagt, ich mag diese Wachposten gar nicht, die hin und her laufen. Das ist übelst nervig. So, nochmal einmal. Erosion nachdotten und dann dürften wir es jetzt gleich gehabt haben. Jo. Noch zwei Flaggen. Dort sind Fußsoldaten, die sind alle nicht so schlimm. Da ist ein Krieger, brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, Räuber und die anderen. Und hier hinten ist auch noch... War hier nicht noch ein Elite, den ich irgendwann mal töten musste? Also ich weiß, dass da ein Elite ist, der man irgendwann mal töten muss. Oh nee, das ist sogar ein Hero. Oder wie auch immer man das nennt. Dann wirklich. Den hier müssen wir leider machen. Sonst edit der uns und ich möchte nicht riskieren, dass er irgendwie leicht nach rechts ausschwingt und einen Fußsoldaten mitnimmt. Ist ja nicht sehr ungünstig. So. Doch, es war ein gültiges... Huch, wie haben wir den denn geaddet? es war mal ein gültiges Ziel. Und wie man merkt, mein typisches Halskratzen ist wieder da. Wuhu! Ja. Das ist das falsche Ziel. So. Laufen wir hier lang. Da ist ein Wächter, leider direkt neben dem Dunkelmagier. Das traue ich mich nicht. Was ist das denn? Ein Altar? Brauche ich bestimmt für irgendeine Quest später. Hier sind Flaggen. Da. Falls ihr euch fragt, wieso zum Teufel beschwöre ich hier nicht mehrere? Ihr seht es gerade selber. Ich kann immer nur eine Energie von verschiedenen Elementen heraufbeschwören. Das hat seinen Sinn in keine Ahnung was. Und ich kann diese Elementarenergie immer beschwören. Also unabhängig von den Cooldowns und den anderen Sachen. Aber halt die anderen Sachen
sind dann halt auf Cooldown, wenn ich eins von denen verwendet habe. Warum auch immer. Ich suche gerade noch nach einer weiteren. Ich weiß nicht, ob ich den. Die Edde. Nee, tue ich nicht. Ich muss nur aufpassen, weil hinter mir läuft gerade auch einer lang. Ach nee, der ist weit genug weg, der Pirscher, dann ist ja alles gut. Machen wir es da vorne, falls ihr euch fragt, wieso zum Teufel castest du Skills? Die machen auch einen Schaden und ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf das Erosionsdotten zu warten. So, jetzt haben wir die Flaggen fertig. Sehen jetzt deutlicher, wo sind Räuber, wo sind Wächter. Hier scheint ein einzelner Räuber zu sein. Wunderbar. Und die Heiler müssen wir auch machen. Heiler sind ein bisschen uncool, weil sie sich hochheilen. Ja, ihr werdet jetzt alle sagen, ach, wirklich? Ja, das ist wirklich der Fall. Da steht ein einzelner Heiler. Hier muss man aber aufpassen. Hier sind ein paar Sachen, die im Hide hier rumstehen. Das ist echt gefährlich. Wenn man mich denkt, oh, guck, das macht doch... Da, das meinte ich. Genau das meinte ich. So. Den haben wir hier und den hier machen wir jetzt. Schauen dabei mit ein bisschen auf unsere TP von unserem Geist. Wir werden sterben. Wir werden sowas von garantiert sterben. Ich muss den bluten. Verziehen wir uns mal ein bisschen hier hin. Ja, das ist das Problem mit den Räubern, dass die halt im Hide immer stehen. Der Heiler hat den Geist getötet, das heißt, er kommt jetzt zu uns. Okay, einen haben wir nicht mehr auf und der Räuber ist immer noch auf uns. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, den Räuber zu machen, sobald wir die Möglichkeit... Na, jetzt haben wir einen Wachposten dazu geerdet, das war jetzt ungünstig. Du gehst darauf und ich gehe auf den Räuber. Nein, jetzt hat er resettet. Shit, jetzt brauchen wir gar keinen Skills mehr auf ihn zu casten, weil er uns jetzt nicht mehr ins Target nimmt. Schade. Also jetzt wissen wir hier hinten, wo wir eben standen, ist der Punkt, wo er nicht mehr uns verfolgt. Das ist jetzt ganz gut zu wissen. Können wir nämlich, falls wir wieder so einen Notfall haben, bis hierhin zurückrennen. Ihr merkt, es ist echt nervig, solche Elite-Sachen. Nein! Die durften mich doch gar nicht adden. Wie so zum Teufel. Scheiße, und jetzt habe ich einen Debuff auf, dass ich langsam bin. Ach du grüne Neune. Grüne Neune, grüne Neune, grüne Neune. Du bist gestunt. Jetzt habe ich noch einen, der direkt hinter mir ist. Ich werde sowas von sterben. Ich werde sowas von sterben. Muss ich ein bisschen aufpassen. Nein, da kann ich mich auch nicht lang schleusen. Ich will nicht sterben. Da ist ein einzelner Wächter. Perfekt. Ich dürfte jetzt so sein. Nein, jetzt habe ich 9 geaddet. Na, der andere rennt jetzt bis zu mir. Da, der Fußsoldat. Ach komm, das ist ein Fuß. Hat eh schon geaddet. So, dieser Krieger wird mich angreifen, genauso wie der Wächter. Jetzt erstmal Mana aufladen, das ist wichtiger. Danach werden wir... Ich glaube, die Sammler... What the fuck? Ach, wegen Erosion hat er mich nochmal reingekriegt. Okay. Muss ich kurz aufpassen. So. Nochmal hinsetzen und überlegen. So. Den Wächter werde ich wahrscheinlich booten, dann mache ich schnell den Minenkrieger und danach mache ich den Wächter. Ja, so mache ich das. So. 2, 1. Schiffsteuerung. Du gehst schon mal darauf. Den hier route ich. So, jetzt kann ich die 2 angreifen. Ah, jetzt geht auch der Sammler los, weil der auch noch gerufen hat. Okay, das habe ich jetzt verstanden, die Technik dahinter. Jetzt muss ich den auch noch machen. Hoffentlich reicht der gut so lange, ich müsste eigentlich. Und am Ende, wenn ich den dann besiegt habe, werde ich mir dann TP, also Schild reinziehen. Oh, scheiße, oh, scheiße. Schild ist drin. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt brauche ich deinen Stun. Jetzt brauche ich deinen Dot. Jetzt brauche ich meinen Stun. Jetzt brauche ich Mana. Okay, jetzt geht er ein bisschen auf den Geist los. Das ist okay. Angriffsgeschwindigkeit verniedrigen wir mal ein bisschen bei ihm. Setz nochmal einen Dot drauf. Slow. Wir kriegen den. Garantiert. Breiter Stoß. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er macht. Das heißt, ich cast mal einfach Lebenskraft gegen. Okay, er ist nicht gegen uns gerichtet gewesen. Perfekt. Oh, wir haben einen Wachposten geaddet. Wie konnte er uns weit adden? Den Wachposten looten wir. Den anderen nehmen wir wieder ins Target. Stun. Ich bin zu weit weg. Wieder Kass... AT-XP verringern. Scheiße, ich habe kein Mana mehr. Große Mana stocken. Gleich können wir nochmal rooten. Also verlangsamen, nicht rooten. Ist ja kein richtiger Root. Der Root liegt ja auf dem Andachen, der gerade losgekommen ist. Richtig uncool.
Der hat sich gerade was raufgekastet. Den da müssen wir Tech Speed verringern. So, haben wir wieder den im Target. Stun. Scheiße, ich habe kein Mana. Scheiße. Das kann ich casten. Shit, shit, shit. Ich muss außerhalb. Ah, so. Das ist getan. Jetzt muss ich irgendwie den Wachposten unterkriegen. Das dürfte aber gehen. Erstmal nimmst du ihn über. Ich hoffe, der macht genug Schaden dadurch. Muss ich aufpassen. Ich habe nicht echt gar keinen Mana. Ich warte darauf, dass ich irgendwie hierfür. Ah, das reicht auch. So, ein Odella-Band haben wir. Das setze ich mir hier mal rein. Ah, okay, er ist auf dem Geist drauf. Gut. Dann habe ich wieder Zeit ranzukommen. Da stucken wir. Nehmen wir jetzt eben von dem. Mit dir. Und wir haben es geschafft, eine Elite allein durch Kiten zu besiegen. Das ist eigentlich richtig schwer, diese Elite hier. So, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fordert es echt die höchste Kunst des Kitens, um das hinzukriegen. Wie schmeckt euch das? Ja, es war ein bisschen heil. Ich finde es toll, ich kann mir den Erleben holen. So. Gut, wir haben noch den hier. Ein weiteres Seil haben wir. Ich muss euch sagen, das ist echt verdammt anstrengend. Lass uns eben mal kurz ausruhen. Ein bisschen TP regenerieren. Und überlegen, wen wir als nächstes angreifen. Da hinten ist wieder ein Wächter. Da. Müssen wir aufpassen. Ich meine, letztes Mal, als wir da den Wächter gemacht haben, haben wir diesen Krieger hier geaddet. Das war ein bisschen uncool. Aber an und für sich dürften wir es hinkriegen. Wir nehmen wieder die gleiche Strategie. Erst die leichten Ziele. Wir wissen ja jetzt, dass der Sammler wahrscheinlich auf uns zukommt. Wir werden es erstmal versuchen. Ich mache da mal zwei rüber. Nein, er kommt nicht auf uns zu. Perfekt. Wir haben nur ein einziges Teil gegen uns. Das ist richtig geil, wenn das ist. Weil, ich schmeiß meine Caspid-Rolle. Hätte ich eben auch machen sollen, hätte ich das viel leichter gekriegt. Ein Gegner ist immer viel angenehmer als mehrere. Und ihr merkt, das Kiten ist gar nicht so leicht, wie es sich, wie es eventuell aussieht. Wir brauchen Mana. Habe ich die ganze Zeit vergessen, meinen Geist dagegen zu machen. Wir machen einen Geist dann, damit er ein bisschen wieder Abstand gewinnt. Jetzt können wir wieder selber. Also wirklich das, was ich mache, besteht echt nur daraus, ich debuffe ihn. Das ist jetzt, damit er, falls er mal dran ist, nicht so schnell angreifen kann. Und dann eine Mischung aus Roots, dann anderen Stun, also alles, was ich habe in dem Sinne, damit ich möglichst wenig Schaden erleide. Und er ist down. So, wunderbar. Die zwei können wir vom Target her entfernen. Aufheben. Da ist noch ein Wächter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die hier bald respawnen. Das heißt, das setze ich mir eben kurz hin. Ich muss eh warten, bis mein Schild ab ist. Vorher greife ich den nicht an. So. Dich kann ich reinschmeißen. Du kommst erstmal als erstes drauf. Mach mir bitte einmal Schaden. Gut. Jetzt castet er nicht dieses Verteidigungsinstinkt, was auch immer, was ein bisschen sehr viel Schaden macht. Und das wollte ich ungern auf mir haben. So, jetzt machen wir es dann. Damit er ein bisschen zurückgeschossen wird. Castspeed verringern. Seins dann. So, können wir wieder ein bisschen Platz gewinnen. Wir haben echt das Problem, dass wir keine Laufrollen haben. Wenn wir Laufrollen, wäre das viel einfacher. Laufrollen kann man viel besser kiten. Also da wäre das hier gar kein Problem. Aber, ja. Ich bin froh darüber, dass wir bisher noch nicht gestorben sind. Jetzt muss ich gleich nochmal stunnen. So, das ist wieder der Geist dann. Jetzt kann ich kurz warten, weil er momentan nicht bis zu mir rankommt. Wiederherstellung. Ich weiß nicht, ob ich die noch... Nee, ich habe ihn nicht mehr unterbrochen bekommen. Schade. Breiter Machtschlag ist nicht so wichtig. Wir sind, meine ich, weit genug, ja, wir waren weit genug davon weg. Also dieser Machtschlag, der hat sozusagen ein bestimmtes Gebiet um sich herum, ein bestimmtes Gebiet. Und da standen wir halt gerade nicht drin, das heißt, wir wurden nicht getroffen, das heißt, alles war gut. Machen wir es dann. Jetzt haben wir kein Schild mehr drauf und er ist tot. Perfekt. Müssen wir noch zweimal schaffen. Ich finde hier den Spot eigentlich ganz angenehm, dafür leider ist jetzt, also weil hier in diesem Gebiet einfach nichts ist, das heißt, man kann nicht in irgendwas anderes beim Kiten reinlaufen. Wir wechseln mal den Chat. So, ich will mal sehen, was wir jetzt hier bekommen haben. Eigentlich nichts. Außer jetzt seit dem Curse-Gegenstand. Was ist das? Ja. Ist blöd. Ja, die hier scheinen doch eine sehr lange Respawn-Zeit zu haben. Das heißt, ich suche mir mal irgendwo anders einen Wächter. Ginseng, Ginseng.
Lebendiger Krieger. Herbeirufer. Herbeirufer brauchte ich doch auch, oder? Ja, Herbeirufer für eine andere Quest. Perfekt. Der hier werden wir garantiert gleich enden, wenn wir da versuchen, weil das eine Patrouille ist. Und Krieger sind stärker als die anderen. Ja, jetzt haben wir eine Kette auf uns. Ist nicht so schlimm, ganz ehrlich. Mich stört das eher weniger, wenn ich gelootet bin. Wenn ich an der Zeit dann stunne. Oh, das war aber jetzt verdammt laut, was der hinterher gecastet hat. Ist ein bisschen auf den Ohren gerade weh. Vorübergehender Kampfgeist, nicht so schlimm. Ist jetzt ein Buff. Nehmen wir eben runter. Oh, shit. Du wirst hier gelootet. Damit er mir nicht Schaden... Oh, ist es ein Fernkämpfer. Okay, wir müssen ein bisschen weiterlaufen. Das war jetzt echt ungünstig. Der Sammler kommt auch auf uns zu. Stress, Stress, Stress! Richtig gestresst bin ich gerade. Okay, der Sammler hat uns geerdet, weil wir zu weit weg waren. Soweit ich das richtig gesehen habe, außer er rennt jetzt weg, weil er irgendwas bekommen hat. Das glaube ich aber weniger. Okay, das hier nochmal. Und jetzt müssen wir auf den anderen losgehen, dann sterben wir nämlich. Wir haben meinen Stun, meine ich, wieder ab. Ja, haben wir. So. Ziehen. Stun. Laufen, laufen. Zweiter vorknöpfen. Oh, der Sammler. Wie ist der Sammler gestorben? Ach nee, das ist dieses. Die stellen sich tot, um eventuellen Schaden nicht zu bekommen. Also, man kriegt den natürlich trotzdem, wenn man ihn ankastet. Aber, ich dachte ja auch gerade, er sei wirklich tot. Und dieses Hin- und Herrufen, das kann echt nervig werden, weil stellt euch das mal in so einer großen Fläche vor, wie jetzt links. Hier. Und dann rufen die immer und immer wieder. Nein. Und das lockt halt hier alle in der Nähe an. Wie viele Sekunden hat das? 3 Sekunden. Okay, dann nehme ich den. So. Oh mein Gott, das ist echt anstrengend, das Kiten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wahrscheinlich schon, weil ihr es seht, aber es ist wirklich mega anstrengend. So. Werde ich jetzt mal was machen. Ich hute ihn. Jetzt überlege ich nochmal ein bisschen. Ach, scheiße, ich habe ja mein Pad darauf geschickt. An und für sich funktioniert das halt mit dem Root, dass er dann halt nicht auf uns zukommt und so. Aber wenn das Pad dann Schaden macht, dann bricht es den Root. Also es reißt sozusagen die Ketten des Bodens auf. Und das ist halt so ein Nachteil für uns. Ich kann mein Schild wieder reintun. Ein bisschen weiter rückwärts laufen. Nicht zu weit, weil ich genau weiß, es hinter mir. Das ist halt das nächste Gebiet umfegen. Wir werden jetzt gleich gestunt. Ach, nee. Okay, mein Schild hat den Stun abgeblockt. Das funktioniert bei ein paar Mobs. Ich dachte jetzt bei ihm nicht. Aber im wirklichen PvP würde es nicht gehen. Dispel. Ach, shit, jetzt habe ich im Hulk das andere runtergedispelt. Das ist aber nicht so schlimm. Ich meine, das hier ist physischer. Okay, physischer. Stun. So, und noch einmal versuchen, Leben zu ziehen. Hoffentlich, ja, wir kriegen das Leben nochmal. Ist immer schön, wenn man das Abschlussleben kriegt. Herbeirufer, müssen wir jetzt aufpassen, der beschwört nämlich einen kleineren Mob. Soweit ich mich recht erinnere, und das kann ganz schön ekelhaft werden. Also nicht das Herbeirufen an sich, sondern halt gegen zwei auf einmal kämpfen. Das heißt, wir schicken hier erst unseren Geist drauf, damit wir uns um das Kälteangriff... Okay, das hört sich gut an. Ich scheine mir gerade echt lange zu casten, das verwirrt mich gerade. Du kriegst diesen Stun nochmal drauf. Okay, es ist ein Fernkämpfer. Wir haben einen gewaltigen Nachteil. Es ist ein Fernkämpfer. Wir können nicht kiten. Ich wiederhole, wir können nicht kiten. Das wird gleich echt ekelhaft. Ihr seht, wie viel Schaden der mir zuteilt. Oh, jetzt, ja, da kommt es. Du bist gerootet. Eieieiei. Da, gut. Fertigkeitsreduzierung. Er macht einen Debuff. Oh, cool, dann lauf ab. Ah, gut. Ihr wisst ja gar nicht, wie gestresst ich gerade bin. Übrigens, wenn wir den Herbeirufer töten, muss normalerweise seine mit herbeigerufene Gestalt auch sterben. Genauso, wenn wir sterben, ist auch unser Geist weg. Und da despawnt er gerade. Das war jetzt echt schwer. Schwerer als eben den Wächter zu töten. Und ich sehe, unsere Folge läuft gerade von der Zeit her aus. Das heißt, ich stelle mich irgendwo hin, wo ich nicht direkt sterbe. Wünsche euch noch ein schönes nächstes Mal. Ich fand das Kiten war jetzt relativ lustig. Und bis die Tage. Tschüss!